Meine schwangere Frau ist auf mein Partnersuche-Profil gestoßen. Dort stand, dass ich auf der Suche nach Nervenkitzel sei. Und nicht einmal die Tatsache, dass ich verheiratet bin, verstecke. Ich wusste es. Er geht fremd. Jahrelang hatten Rosi und ich eine perfekte Beziehung. Doch das änderte sich, als sie schwanger wurde. Sie begann schnell an Gewicht zuzunehmen. Ihr neuer Körper deprimierte sie so sehr, dass sie sich nicht mehr im Spiegel ansehen konnte. Und sie sagte immer wieder, dass ich sie bald verlassen oder betrügen würde. Ich habe mein Bestes getan, um Rosi davon zu überzeugen, dass es nicht wahr wird. Ich habe ihr keinen Grund gegeben, eifersüchtig zu sein. Und habe meine gesamte Freizeit mit ihr verbracht. Gemeinsam haben wir ein Kinderzimmer für unsere zukünftige Tochter eingerichtet. Wir haben ein Kinderbett, ihre ersten Spielzeuge gekauft und sogar ein Babyrufgerät installiert. Ich habe sogar alle unsere Mitgliedschaften und Konten in den sozialen Medien zusammengelegt. Damit sie sich beruhigt und aufhört, eifersüchtig auf alle zu sein. Doch an diesem Tag tauchte mein Profil auf der Partnersuche-Website verräterisch vor ihr auf. Warte, wo ist Jared jetzt? Er ist weg, mit seinen Freunden bowlen gegangen. Ihr habt alle eure Konten miteinander verknüpft. Kannst du seinen Aufenthaltsort nicht verfolgen? Meine Frau hat es getan und gemerkt, dass ich sie belogen habe. Er ist im Pearl Hotel. Gibt es dort ein Bowling Center? Nein. Aber anscheinend ist er auf der Suche nach dem Nervenkitzel. Rosi und ihre Freundin Irene machten sich auf den Weg, mich zu finden. Und leider haben sie mich im Hotelrestaurant mit einer schönen Begleiterin erspäht. Wir lachten und unterhielten uns über etwas. Doch meine schwangere Frau unterbrach unsere Idylle. Wie wagst du es, Jared? Du brichst mein Herz. Schatz, aber wie? Was machst du denn hier? Auf frischer Tat ertappt. Du hast gesagt, du wärst auf der Bowlingbahn, aber du... Ich habe versucht, Rosi zu erklären, dass ich ihr eine Überraschung bereiten wollte. Aber sie hat mir nicht geglaubt. Es ist aus zwischen uns, Jared. Auf Wiedersehen. Rosi eilte zum Aufzug, wo Irene bereits auf sie wartete. Ich wusste, dass sie als ihre beste Freundin Einfluss auf Rosi hatte. Irene, bitte rette meine Ehe. Sprich mit ihr. Ich ging die Treppe hinunter und wartete am Ausgang auf Rosi. Aber der Aufzug blieb zwischen den Etagen stehen. Jemand hat die Stopptaste gedrückt. Vielleicht hat er gar nicht gelogen, was die Überraschung angeht. Wahrscheinlich habe ich das alles nur falsch verstanden. Rosi, er betrügt dich, da bin ich mir ganz sicher. Ich wollte dich nicht deprimieren, aber er hat mich sogar belästigt. Ich habe auf den Aufzug gewartet und dann meine Frau mit Augen voller Tränen gesehen. Du weißt, ich hätte dir viel verzeihen können. Das Partnersuchprofil, dieses Date. Aber nicht Intimität mit meiner besten Freundin in unserem Kinderzimmer. Genau, gestern. Gleich direkt nach unserer Babyparty. Rosi hat mich nicht antworten lassen. Und mir verboten, mich auch ihr nur zu nähern. Ich darf mich nicht stressen. Das weißt du doch selbst. Wenn du nicht willst, dass unser Baby verletzt wird, dann lass mich jetzt bitte in Ruhe. Ich habe Rosi angerufen, aber sie ist nicht rangegangen. Ich fuhr nach Hause, aber sie war nicht dort. Dann rief mich jemand vom Krankenhaus an und sagte, sie sei da. Bei ihrer Frau besteht die Gefahr, dass die Wehen vorzeitig einsetzen könnten. Ich schnappte mir etwas aus dem Kinderzimmer und eilte ins Krankenhaus. Rosi wollte mich nicht sehen und sie bat den Arzt, mich nicht hereinzulassen. Trotzdem habe ich ihr das Video vom Kinderzimmer gegeben, das die Babysitterin aufgenommen hatte, und sie gebeten, den Tag der Babyparty präzis zu überblicken. Ich beobachtete Rosi durch die angelehnte Tür und bemerkte, dass sie zu weinen begann. Auf dem Video gab es keinen Betrug. Ihre Freundin Irene hat alles ausgedacht. Ich habe ihr auch gesagt, dass die Frau aus dem Hotel eine Fotografin der Neugeborenen war.
Diese wurde mir von Irene empfohlen. Sie arrangierte auch dieses Treffen im Hotel für uns. Ich habe auch eine Beschwerde bei der Partnersuche-Website eingereicht für die unerlaubte Verwendung meines Fotos. Sie schickten mir eine E-Mail und die Kontaktdaten der Person, die mein Profil dort erstellt hat. Das war auch Irene. In diesem Moment kam Irene mit Blumen ins Zimmer. Aber meine Frau sagte ihr, sie solle ihre Blumen weglegen und von hier und aus ihrem Leben verschwinden. Diese Freundin von ihr, die immer eifersüchtig auf unsere gute Beziehung war, die selbst eine solche haben wollte, sie hat mit den Schwächen und Ängsten meiner schwangeren Frau gespielt. Aber zum Glück hat sich das alles aufgeklärt. Wir sind nun eine glückliche Familie, ohne negative Menschen um uns herum. Sei vorsichtig, was du anderen erzählst. Ein Freund von heute kann morgen ein Feind sein.